Ich bin ja eher der blässliche Typ, also vom Hauttyp her. Und deshalb muss ich vor allem im Sommer darauf achten, dass ich immer genügend Sonnenmilch dabei habe. Aber welche kaufen? Da stehen verschiedene Zahlen drauf. Da eine 2, hier eine 10. Es gibt Sonnenmilch mit einer 12. Und sogar mit einer 50. Was diese Zahlen wohl bedeuten? Glücklicherweise gibt es auch Sonnencreme, wo das draufsteht. Lichtschutzfaktor. Die hier hat Lichtschutzfaktor 30. Auf Anhieb kann man bei unterschiedlichen Lichtschutzfaktoren keinen Unterschied feststellen. Die 4er riecht zum Beispiel genauso wie die 30er Creme. Aber wie unterscheiden sich die Cremes? Wie funktioniert Sonnenmilch überhaupt? So sieht die Haut aus, unter dem Mikroskop. Diese Punkte sind Hautzellen. Und ganz oben im Bild sieht man abgestorbene Hautzellen. Das ist wie eine Schutzschicht der Haut. Im Modell könnte das alles so aussehen. Die Eier sind die Hautzellen, die Glasplatte sind die abgestorbenen Hautzellen, also die Glasplatte ist die Schutzschicht der Haut. Dann gibt es im Modell noch diese Schläuche, mit roter Farbe gefüllt. Das sind die Blutäderchen. Die durchziehen die ganze Haut. Und es gibt kleine Zwiebelchen, das soll Nervenenden sein. Die melden im Gehirn, ob einem kalt ist oder ob man Schmerzen hat in der Haut. Und das hier ist die Sonne. Also, genauer gesagt, das ist eine Lampe. Die strahlt ganz besonderes Licht aus, nämlich UV-Licht. Das ist auch im Sonnenlicht drin, das sieht man normalerweise nicht. Hier schimmert es bläulich. Und die Hautzellen bekommen es ab. Zu viel von dem UV-Licht ist nicht gut für die Haut, denn dadurch geht die Haut kaputt. Wenn man über die Glasplatte jetzt noch etwas Sand streut und den Sand schön verteilt, dann schützt der Sand die Hautzellen vor dem Sonnenlicht. Das kann man daran sehen, wenn man etwas Sand wegmacht. Die vorderen Eier bekommen Licht ab und die, die unter der Sandschicht sind, die sind im Schatten. Also, Sand schützt vor Sonne. Und deshalb ist auch in Sonnencremes so eine Art Sand drin. Die Fachleute nennen das mineralischer Filter. In der 30er ist natürlich mehr drin als in der 4er Sonnenmilch. Links eine 4er Sonnenmilch und rechts eine 30er Sonnenmilch. Es gibt aber noch jede Menge andere Sachen in der Sonnenmilch. Was das unter anderem ist, kann uns Dr. Sugar zeigen. Neben den mineralischen Filtern gibt es auch flüssige Stoffe, die die Haut vor der Sonne schützen. Diese flüssigen Stoffe kann man aufsprühen. Dieser Sonnenschutz wird von den Fachleuten chemischer Filter genannt. Und genau wie der Sand schützt auch der chemische Filter die Hautzellen vom Sonnenlicht. Wie er das macht, kann man am besten mit so einer Wärmebildkamera sehen. So eine Wärmebildkamera zeigt ganz genau, wo etwas heiß ist und wo etwas kalt ist. Dr. Sugars Brille zum Beispiel ist blau. Das heißt, sie ist ganz kalt. Der Tee in der Tasse ist ganz heiß und deshalb ist die Tasse im Bild ganz rot. Genau wie der Mund von Dr. Sugar. Zurück zur Sonnencreme und den chemischen Filtern. Die rechte Hälfte des Hauptmodells wird mit Sonnenmilch beschmiert. Die linke Hälfte bleibt frei. Die Sonnenlichtlampe wird angemacht. Und mit der Wärmebildkamera kann man sehen, was passiert. Links die Eier, also die Hautzellen, werden ganz heiß, die werden orange. Rechts die Eier bleiben kühl. Stattdessen wird die Sonnenmilch rot. Das heißt also, die Sonnenmilch wandelt die Lichtstrahlen in Wärme um und schützt so die Hautzellen. Den Unterschied zwischen einer 4er Sonnenmilch und einer 30er Sonnenmilch kann man auch mit der Wärmebildkamera sehen. Der obere Streifen ist die 4er Sonnenmilch. Und darunter trägt Dr. Sugar etwas von der 30er Sonnenmilch auf. Das Ganze klebt er vor diese UV-Lampe. Und wenn man das mit der Wärmebildkamera filmt, dann sieht es so aus. Die linke Hälfte ist die 4er Sonnenmilch, die bleibt relativ kühl. Die rechte Hälfte ist die 30er Sonnenmilch und die wandelt viel mehr von dem Sonnenlicht in Wärme um. Bei der 4er Sonnenmilch gibt es ganz wenig von den chemischen Filtern. Bei der 30er viel mehr. Die schützt also die Haut besser vor dem Sonnenlicht. Rechts die 4er Sonnenmilch und links die 30er.
Wenn man ohne Sonnenschutz in der Sonne brutzelt, dann gehen die Hautzellen kaputt. Die Wissenschaftler nennen diese Hautzellen auch Spiegeleizellen. Und diese Spiegeleizellen, also die kaputten Hautzellen, die müssen wegtransportiert werden. Das macht das Blut. Bei vielen kaputten Zellen braucht man viel Blut. Das bedeutet, die Blutäderchen schwellen an, werden größer und dicker und drücken dann auf die Nerven. Das verursacht Schmerzen. Und außerdem wird die Haut durch das viele Blut rot. Das ist dann der Sonnenbrand. Und um den zu vermeiden, schmiert man sich am besten gründlich mit Sonnenmilch ein. Und wer so empfindliche Haut hat wie ich und auch so bleich ist wie ich, der sollte vielleicht auch während des Sonnenbads darauf achten, dass die Kleidung am Körper bleibt. Sicher ist sicher.